So, hallo liebe Fortnite-Fans. Hier habe ich euch wieder ein Spiel rausgepickt und möchte mal schauen, wie das so ist. Und gibt auf jeden Fall jede Menge Spieler bei dem Spiel. Scheint auf jeden Fall beliebt zu sein. Ich habe es schon mal Favorit gepackt, falls das mir gefällt, damit ich es auch wirklich wiederfinde. Weil sonst wird es immer schwierig, in der Liste die Spiele wiederzufinden, die ihr schon mal gespielt habt. Klar, bei Fortsetzen habt ihr die erstmal drin. Aber wenn ich in ein, zwei Wochen das Spiel nochmal spielen möchte, kann das schon wieder weg sein und dann finde ich es am Ende nicht. Also anhand dessen Favorit findet ihr es jederzeit unter eurer Favoritenliste wieder. Beziehungsweise jetzt in dem Fall, warum ich das hier aufmache, hier der Inselcode. Darunter könnt ihr das in der Suche eingeben bei Fortnite und könnt dann halt das Spiel auch spielen. So, dann wollen wir uns das mal anschauen. Und lasst wie gesagt auch gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen, auch mal Kommentare. Damit wird immer sehr, also mit Likes und Kommentaren wird immer sehr, sehr sparsam umgegangen. Finde ich wirklich schade. Also ich meine, ich mache mir wirklich Mühe, jeden Tag neue Videos lade ich hoch und selbst an Arbeitstagen, zwischen den Arbeitstagen. Nein, will ich mal nicht. Ich will einfach mal spielen. Versuche ich immer wieder neue Inhalte zu bringen und da wäre es natürlich schon total nice. Ja, also Prison Break habe ich auch schon bei Roblox gespielt. Oh, hier hat man direkt Waffen. Die hatte ich aber schon. Okay, das sind meine Freunde. Ja, wenn du stehen bleibst, belebe ich dich wieder. Aber wenn du immer rumkrabbelst, kann ich auch nichts machen. So. Oh wei. Das muss ich ausmachen. Das muss ich ausmachen. So, weiter. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Also es sah erstmal interessant aus. Es ist zwar natürlich etwas kurios, dass man in ein Gefängnis spawnt, voll bewaffnet ist und sich gegenseitig erschießt. Also da muss man es mal ganz ehrlich sagen, da ist das Prison Break von Roblox deutlich besser, wenn ich das mal so sagen darf. Der Server scheint abgestürzt zu sein. So, wir sind wieder da. Ob das jetzt irgendwas bringt? Denn das Problem ist tatsächlich, hier ist gerade keiner mehr. Es ist gerade echt kein Arsch mehr da. Ja doch, da kommt jetzt wieder noch ein Gefangener. Aber zumindest haben wir jetzt gerade mal die Gelegenheit, uns ein bisschen umzusehen. Verschlossen. Oh. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Hier spawnen halt alle Spieler. Die Tür da hinten ist verschlossen. Hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Die kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir Wachleute töten. Ah, guck mal. Hier draußen, hier ist auf jeden Fall... Das erinnert dann schon auch wieder so ein bisschen an diese Roblox-Variante. Ja Leute, wenn keiner Polizist spielt, ne, dann haben wir natürlich ein Problem. Da hinten können wir noch lang.
Also theoretisch, wir müssten hier raus irgendwie. Also wir können tatsächlich auch richtig ausbrechen. Gucken wir uns mal die Karte an. Ja, nice. Ja, shit, jetzt muss ich aber irgendwie hier rauskommen, Leute. Da laufen draußen doch Leute rum. Ich muss auch irgendwie rauskommen. Also, ich weiß, normalerweise gibt es immer irgendwo einen Weg. Ja, toll. Ich höre da draußen Mannequins laufen, aber... Hier komme ich nicht raus. Also ich komme hier nirgendwo raus. Ich weiß nicht, wie die anderen hier rausgekommen sind. Das ist doch recht dumm, ne? Ich möchte auch draußen rumhalsen. Was ist denn das hier? Jetzt bin ich der Polizist. Richtig? Ne, ich kann wieder aussuchen. Ne, ich will eigentlich ganz gerne. Ah, da habe ich jetzt gerade Schlüssel. Ne, den hat wer gedroppt. Okay. Oh toll, es wird schon geschossen und die haben alle Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Doch, die sind hier irgendwie rausgekommen. Nur wie? Ah, das habe ich. Schnell weg hier. Ich will auch hier raus. Lasst mich raus. Wo ist der Ausgang? Ich bin draußen. Ich bin draußen. Yeah. Das ist nice. Ey, wieso Freunde, du Depp? Du schießt doch auf mich. Oder sind wir keine Freunde? Doch, wir sind Freunde. Wenn man sonst niemanden findet, dann ballert man auch die Freunde ab, ne? Ja, okay, also das ist auf jeden Fall nice. Also wenn man aus dem Gefängnis hier raus ist, hier dieses Town und so, das finde ich geil. Das sieht echt cool aus. Also wenn jetzt ordentlich Spieler wären, die sich gegenseitig abballern würden, würde das ja mal richtig Spaß machen. Aber es ist auch merkwürdig. Also da stand eigentlich, hier gibt es richtig viele Spieler. Also ihr habt gerade gesehen, Erfahrungspunkte kriegt man ja auch ganz ordentlich. Da stand irgendwie am Anfang was von 800... 98 Spielern oder sowas? Gucken wir uns mal das ganze Ding hier an. Jetzt kommen wieder Spieler nach. Boah, Alter, was ist das für eine Strecke, ey? Was ist das für eine Map? Mal gucken wir mal ganz kurz. Krass, guckt euch das an hier. Gucken wir mal bei Crime Slum. Ja, das sieht echt cool aus hier, ey. Oi! Gucken wir uns das hier mal an, wo wir hier gelandet sind. Ach komm schon, ich will da rein. Also echt so eine große... We Egal, guckt euch die Stadt hier an. Das ist wirklich hier so ein Slum, ne? Guck mal, Motorräder stehen aber auch noch rum. Also ich bin wirklich da, wo die Kanone angezeigt wird. Ich habe eigentlich gehofft, dass man irgendwie noch Waffen irgendwie hier kriegt. Das ist ja echt nice. Das ist echt nice. Sieht voll cool aus, aber wie gesagt, ein paar Spieler fehlen. Könnten gut und gerne mindestens das Dreifache an Spieler auf der Karte sein. Ja, und Gefängnis müssten die auch so machen wie bei Roblox. Also, dass man wirklich nur dann abgeknallt werden kann, wenn man halt bei irgendwelchen Straftaten erwischt wurde. Aber wahrscheinlich kann man das bei Fortnite nicht so wirklich umsetzen. Deswegen haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
Oder die wussten halt nicht genau, wie sie das umsetzen. Aber das ist auf jeden Fall cool gemacht, das Spiel. Guckt euch das an, die ganze große Welt hier. Echt cool. Aber ihr müsst halt die Gegner suchen, ne? Das ist halt wirklich ein bisschen doof. Und ich wette, spätestens gleich irgendwann, ich bin ja laut, erschießt mich einer von hinten oder so. Dann bin ich tot. Was ist das denn? Also was das auch mal bedeutet. Da kann ich mich zum Polizisten machen oder was? Da oben fährt eine Bahn. Ja Leute, also ich weiß es nicht. Oben seht ihr Punkteanzeige. Und da seht ihr, dass wir Kriminellen auf jeden Fall mehr Punkte haben als die Polizisten. Ah, Bank ausrauben kann man sogar auch. Geil. Ja, das haben die sich echt hier voll abgeguckt von Roblox, ne? Von dem Spiel. Kennt ihr das denn hier mit dem Prison Break von Roblox? Das ist nämlich auch so. Aber halt tatsächlich belebter als das hier. Ah. So läuft das hier. Ihr könnt mich nicht töten, wenn ihr auch Bankräuber und so seid, oder wenn ihr Kriminelle seid. Nee, Auto will ich nicht, Motorrad finde ich besser. Ich dachte, ich kann hier auch was überfallen. Ja, was gibt's da normalerweise bei Roblox noch? So ein Juwelier und sowas, ne? Juwelier gibt's da noch. Da steht ganz, aber gut, ich habe noch keine Kohle, ne? Surprise SE. Ja, das ist echt schade, dass hier. Dass hier so wenige Leute sind. Ah, dann kann ich das hier erobern. Aber Kassenplündern und so kann ich nicht. Mal gespannt, was ich jetzt kriege. Ich habe ja 0. Ich bin mal gespannt. Jetzt haben alle eine Benachrichtigung bekommen, dass ich das hier gerade mache. Also auch die Polizei. Und jetzt kriege ich Geld. Oh, das ist nicht so knapp, ne? Erfahrungspunkte kriegt man auf jeden Fall auch ordentlich. Noch mehr Geld irgendwie? Nein. Wo ist mein Motorrad? Ach da. So. Geil. Habe erstmal richtig Kohle abgestaubt hier. Cool. Jetzt muss ich einen Waffenladen finden. Was ist das hier? Also ihr könnt auch mit eurer Karre hier rein, ne Leute? Ja, Mann, das geht ja ab. Guckt euch das an hier. Ich werde hier voll reich. Ich habe schon 10.000. Jetzt muss ich nur noch gleich irgendwie den Waffenshop wieder finden. Dealershop, Markt. Also irgendwo habe ich vorhin einen Waffenshop gesehen. Das ist natürlich auch die Frage, wenn ich abgeknallt werde, ob mein Geld noch da ist. Und geilsten fand ich ja wirklich bei Valhalla. Also mit den Erfahrungspunkten, mit dem Spielen, mit dem extremen Bossfight am Ende auch vor allen Dingen. Da konntet ihr dann halt in mehreren Phasen Bossfight machen. Und jetzt sollte ich abhauen. Ey, guck mal, was ich an EP krieg, Alter. Ey, nice. So fett, ne? Ne, Auto will ich nicht. Wir wollen mal hier Waffenshop. Apartment. Was ist denn dieser komische Kopf da? Seht ihr das da links oben auf der Karte? Ah, die Tankstelle.
Ist ja geil, ich kann überall alles einnehmen hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wer da kommt. Was war das denn jetzt? Scheiße, der hat mich bald. Ich hab fast kein Leben mehr. Schnell weg hier. Schnell weg! Was war das? AI-Bot sei Dank, oder wie? Hoffentlich habe ich mein Geld gleich noch. Ja, ich hab's so. Geil. Ist auf jeden Fall lustig, ne? Das ist echt cool, ey. Aber ich brauche bessere Waffen. Dass ich die Leute schneller down kriege, auf jeden Fall. Die haben schon bessere Waffen als ich, ne? So, mal gucken. Wo kriege ich jetzt meinen Sprengsatz hier wieder her? Ja, mein Geld liegt da aber tatsächlich noch. Warum? Und wo kriege ich jetzt mal Sprengstoff her? Muss ich jetzt warten, bis irgendjemand kommt, der Sprengstoff hat, oder was? Ne, hier. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich weiß, wo lang. Komm mit. Komm, ich zeig dir. Wir müssen hier raus. Hier? Ich wette, der ist schon wieder weg, ne? Der ist weg, ja. Der hat mir nicht vertraut. Entschuldigung. Aber das Spiel ist echt cool, ey. Das muss ich sagen. Also es ist wirklich voll witzig. Was mir jetzt halt irgendwie fehlt, ist halt wirklich ein paar bessere Waffen. Also die sind jetzt nicht so nice. Da müssten wir echt... Ah, Gunstore. Ah, warte mal. Erst einmal ein Geld. Ja, ich komme sofort. Warte, 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 warte. Ich brauche jetzt noch bessere Waffen hier. Nehmen wir die. Die sieht geil aus. Sniper erstmal nicht. Sowas hier nehmen wir. So, und dann fahren wir zum Geld. Warum auch immer mal. Ah, na, schon gut. Ich hab's ja gesehen. Ich muss ein bisschen Geld abstauben gehen. Irgendwie wird mir da irgendwo Geld markiert. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine bessere Waffe. Jetzt habe ich schon mal so eine legendäre. Damit müsste man doch was tot kriegen hier. Mein Geld wird nicht mehr markiert. Aber also mal hier noch ein bisschen was abstauben. Und mal gucken hier. Hä? Ach, der Fahrzeug müsste verlassen, oder wie? Was ist denn hier los? Hä? Geht nicht mehr. Warum? Merkwürdige Sache, aber es geht nicht mehr. Alter, das macht echt Bock auf jeden Fall. Das ist richtig cool hier. Schade, dass nicht mehr Leute da sind, aber... Was ist das hier für ein Laden? Ist ja auch egal, ob sie können ausrauben. Also irgendwas buggt hier gerade, glaube ich.
Oder? Zielscheibe habe ich beim Kopf, toll, aber ansonsten nichts. Ich glaube, das backt gerade irgendwie. Merkwürdig. Steckt wohl noch ein bisschen in den Kinderschuhen, das Spiel. Gehen wir mal hier rein. Oder hat das damit zu tun? Ah, dass vielleicht jemand schon kurz vorher das erobert hat. Müssen wir hier abwarten. Dieses Mal verstecken wir uns ein bisschen. Also wir haben auf jeden Fall 410 Punkte von 100.000. Das ist schon heftig. Also hier scheint irgendwie mehr Kohle rauszukommen. Das dauert nämlich ein bisschen länger. Ich finde das richtig cool gemacht, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Es fehlen mir halt nur noch ein bisschen die Leute. Und wenn ich mir so vorstelle, wenn man mit 2, 3, 4 Leuten da zusammenspielt und ein Team hier rumheizt, das ist doch voll cool. Wenn dann nämlich einer kommt, den kann man sofort wegballern. Und vor allem, es gibt ordentlich Erfahrungspunkte, vorausgesetzt man schafft irgendwie was hier. Polizei 5 Meter. Was meint er damit? Kommt da gerade jemand? Kohle, guckt euch das an! Hohoho, Levelaufstieg! Hör mal, Leute, das ist so voll OP, oder? Das ist so geil. Das ist so geil. Also das macht richtig Bock, vor allem wenn man so viele Erfahrungspunkte kriegt. Das macht richtig Bock, ey. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir da weiterkommen. Also von meiner Seite her klare Empfehlung für dieses Spiel. An der Tankstelle muss man halt bloß aufpassen, ne? Da können sie von allen Seiten herkommen, die Leute. Aber ist schon erobert irgendwie. Die Motorräder sind auch geil, ne? Ja, das ist schon echt cool, auf jeden Fall. Es gibt schon richtig geile Spiele zwischendurch hier, so bei Fortnite, muss ich wirklich sagen. Also, so manche Male regt man sich ja wirklich tierisch dann auf über Battle Royale und so, da hat man irgendwann auch keinen Bock mehr. Wobei, momentan geht's noch, finde ich, aktuell. Also, meine Schmerzgrenze ist da eigentlich noch nicht erreicht, aber ich wollte es einfach mal wirklich wieder mal so ein bisschen hier ausprobieren, was es hier noch so gibt. Hier ist immer Kacke, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Da kommt auch schon jemand. Auch noch zwei. Ihr seid Freunde, Alter. Sagt doch was. Redet doch mit mir. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. War ja keine Absicht. Aber dann teilen wir es auch gerecht, ne? Jeder kriegt eine Coin. Guckt, ihr habt einen Coin und ich habe einen Coin. Da, nehmt euch das. Ja, nehmt euch. Das ist nur fair. Ihr dürft auch was haben. Ja komm, einen nehme ich noch und den Rest kriegt ihr jetzt aber. Ihr müsst auch was haben. Na komm, Emily. Jetzt wird's lustiger. Jetzt haben wir schon mehr Spieler hier. Ey, das ist fies, ey. Lass doch die arme Emily in Ruhe. Ja, so ist gleich viel cooler. Voll, schaut mal, 26.000 habe ich, ne? Und ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt 2, 3 Level gemacht. Ey, ein Verräter! Ja gut, dann will ich auch mal so ein NASCAR-Ding hier haben. Boah, wow, die sind ja geil. Boah. Ja, geile Karre. Guckt euch das an, Leute. So macht das Spaß hier, ey. Das ist so cool. Also Leute,
Ich komme, glaube ich, langsam über den Bereich. Ich habe das Video schon etwas zu lang. Aber ganz ehrlich, das empfehle ich euch hier. Das Spiel, das ist so nice, das macht echt Bock. Hier war ich, glaube ich, gerade, ne? Ja. Und wenn ihr dann natürlich noch ein paar Mitspieler findet, die da mitmachen wollen, macht garantiert noch mehr Spaß. Das ist so cool. Und man kriegt wirklich Erfahrungspunkte, echt ganz schön viele. Wir können jetzt einmal schauen, ich habe irgendwie keine Lust rauszugehen, ne? Ich finde das so geil, aber trotzdem muss ich das ja einmal zeigen. Was habe ich jetzt gekriegt? Gefällt mir. Klar, immer ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Top. So, zurück. Das ist wirklich cool, das Spiel. Das macht richtig Spaß. Und wenn da jetzt noch mehr Leute drin wären, dann wäre es noch viel, viel besser. 15, also guck mal, 3 Level habe ich jetzt gemacht in 25 Minuten. Das ist doch schon okay, oder nicht? Also Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch, ich wollte ja sagen, einen schönen Abend, aber je nachdem, wann ihr gerade guckt, egal. Also auf jeden Fall noch viel Spaß und lasst gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.